Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von auch im Herringway. Wir spielen Banjo-Kazooie Schraube locker weiter. Und die große Frage ist, wie lange kann der Hering noch Spiral Mountain hinauszögern? Tja, ich weiß es nicht. Was ich in jedem Fall weiß, ist, dass ich anscheinend den Minjo gefunden habe. Gefunden? Was zum Geier? Okay. Kann es sein, dass ich ihn tatsächlich aus Versehen runtergeschubst habe, aber er gar nicht runtergeschubst werden soll? Und er deswegen hier im Wasser nach einer gewissen Zeit einfach despawnt? Das ist ja interessant. So, machen wir doch mal so. Perfekt, hat jetzt funktioniert. Kein Wunder, dass ich ihn nach einer gewissen Zeit nicht mehr gehört habe, wenn er die ganze Zeit dann nur noch verschwunden ist. Ach, ist ja herrlich. Na gut, okay, was für ein Zufall, dass ich doch nochmal unter Wasser geguckt habe. Ja. So. Ah, neuer Gefangener. Ich muss zugeben, das war ordentliche Polizeiarbeit. Das verlangt nach einer Belohnung. Schon mal darüber nachgedacht, bei uns einzusteigen? Ja, nie vielleicht. Eine mögliche Ungerechtigkeit wurde verhindert, jetzt wo alle befreiten Jinjos durch Minjos ersetzt wurden. Gute Arbeit, prima gemacht. Dankeschön. Gut, habe jetzt trotzdem nichts dafür bekommen. Ich will jetzt aber, ja, weil ich jetzt quasi gesehen alle Jinjos und Minjos, dass ich die, weil ich die Angelegenheit erledigt habe. Ich muss nochmal mit den Leuten reden. So. Das hier ist meine Stadt. Wenn es jemand viele Leute hier abgesehen hat, dann will ich das. Also achte auf deine Pfoten. Und lass sie alle mal schön in Ruhe. Ja, ja, genau. Kleine Bestechung, mittlere, große Bestechung. Mhm, gut, alles klar. Bringt mir nichts weiter, mit ihm zu interagieren. So. Nächster Punkt. Ich habe die letzte Kiste? Ich glaube, die letzte Kiste gefunden. Die ich, ja, während meiner Suche nach dem Minjo dann eben auch noch aufgespürt habe. Es ist, handelt sich dabei wieder um eine Geisterkiste, wo ich die Hupe benötige. Und glücklicherweise bin ich ja mittlerweile im Besitz der Hupe und kann mir deshalb auch diese Kiste ohne Probleme holen. Und so schwer war sie dann im Endeffekt auch gar nicht zu finden, denn sie befand sich einfach nur hier hinten. So, Bauteil zuordnen, Hupe, danke und go. Nun endlich die Sirenen rufen meinen Namen, oh, endlich frei, 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 ich mach jetzt frei und so weiter. Gut, schön, hätten wir das geklärt? Und damit kann ich auch diese Kiste in meinen Besitz aufnehmen. Das Einzige, was jetzt echt noch ein Problem darstellen könnte, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wo ich die drei verdammten Puzzleteile herbekomme, die es angeblich noch geben soll. Ich rede jetzt nochmal mit König Jingaling, weil ich habe mich ja um seine Jinjos gekümmert. Spielen. Was zum Geier? Was ist das denn? Greifen. Platzieren. Hä? Okay. Ich bin offiziell verwirrt. Ist das ein Bug? Das muss ja anscheinend ein Bug sein, denn wenn wir auf den Preis auf der senkrechten Reihe gucken, den habe ich noch gar nicht bekommen. Warum habe ich den noch nicht bekommen? Und warum? Okay. Gut. Das verstehe ich nicht. Cool. Ah, jetzt auf einmal faltbare Flügel. Nee, habe ich doch schon bekommen. Hä, was war denn das? Okay, verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Gut. Gibt es irgendwie sowas hier? So Bugs, die verhindern, dass man die 100% bekommt? Wenn ja, dann schrei ich. Weil ich habe nicht vor, das Spiel nochmal 30 Stunden zu spielen. Was man hoffentlich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen kann. Ach du Himmel. Ja, gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. Nächster Punkt. Ich könnte jetzt natürlich noch mit unserem allehrwürdigen Game Master reden. Oder das möchte ich auch an der Stelle gleich noch gerne tun. Weil er hat ja auch immer noch was gesagt. So von wegen, ja, ja, Jinjos befreit und Minjos eingekerkert und so weiter. Vielleicht kriege ich von ihm noch was. Ich kann Bock haben. Coole Augen. Wofür sind die? Weiß man nicht. Aber schön, dass ich sie habe. Was ich an der Stelle aber auch nochmal tun könnte,
wäre eben die letzten Pläne von Humba einsacken. Denn jetzt dürfte ich ja wirklich mehr als genug Noten dafür haben, ne? Humba, keine Fahrzeugteile. Ja, ja, genau. So, dann kaufe ich mal. Ich bin jetzt gespannt, ob die Noten überhaupt reichen. Oder ob sie mir jetzt dann irgendwie sagt, ach so, übrigens, du hast keine Noten mehr. Hahaha. Eventuell finde ich an Spiral Mountain dann noch ein paar, aber ich würde es trotzdem jetzt ein bisschen unorthodox finden, wenn das nicht reicht. Es sieht aber fast so aus, oder? Guckt euch das mal an, wie viele das noch sind. Ich bin gespannt. Ein Humba-UFO, ein Humba-Flugzeug, Humba-Schweben, Humba-Stuntmeister. Benjos Taschen schon fast leer. Dafür reichen deine Noten nicht. Tatsächlich, ich kann mir den Humba-Spion nicht mehr leisten. Das ist ja lustig. Oder so. Coole Kids kaufen bei Humbas. Ja, ja, schau vorbei, wenn Benjo wieder in der Stadt ist. Meine Noten oben links, sie sacken immer mehr in sich zusammen, 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 zusammen und stoppen schließlich bei... Da-d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 a. 50, 40, 30, bei 19. 19 Noten nenne ich nur noch mein eigen. Ich gucke in die Statistik und sehe, dass ich jetzt alle Kissen habe, alle Jinjos, alle Menjos. Es fehlen 3 Puzzleteile. Es fehlen 3 Puzzleteile. Wie und wo und woher bekomme ich diese 3 Puzzleteile? Ich habe mich doch jetzt mittlerweile gut genug hier umgeguckt. Gib mir Puzzleteile. Was sagst du? Du willst wissen, warum du mich nie vorher getroffen oder von mir gehört hast? Nun, ich bin sehr gut darin, mich zu verstecken. Pflück meine Pflaume. Ja, ich möchte deine Pflaume nicht pflücken. Okay. Gut, keine Ahnung, wo ich die Puzzleteile herbekomme. Mir bleibt nichts anderes übrig. Spiral Mountain, Akt 1. Keine Jinjos, keine Noten, aber dafür jede Menge Puzzleteile und Trophäen. Es geht los, es geht los. Für die 3 Jiggies, weiß ich nicht. Entweder ich komme noch von selbst drauf oder ich muss tatsächlich eine Komplettlösung bemühen. Das ist ja doof. Ein bisschen doof. Wie jetzt, nicht mal ein Intro oder so? Ist doch eine komplett neue Welt, quasi. Spiral Mountain. Immer das Musik schön. So, hier oben war ich noch nie, weil es normalerweise nicht betretbar ist, aber egal, cool. So sieht das also aus, wenn man hier oben lang fährt. Oh, da ist der Grunti-Felsen, der Grunti-Hexeneingang, da wohnt Grunti. Ja, wir sind wieder zu Hause, so wie es aussieht und holla die Waldfee, hier kann man ja ganz schön weit nach oben fahren. Jetzt ist natürlich umso mehr schade, dass es gar keine Noten oder irgendwie sowas hier zum Einsammeln gibt. Das heißt, ich werde niemals die letzte Humba-Dingens, ich werde das niemals bekommen, weil ich absolut keine Noten mehr habe, weil ich meine Noten für zu viel Quatsch ausgegeben habe, oder? Für so Kram wie, ja, weiß ich nicht, hier bei der Polizei mal was oder bei Bottles irgendwelche Hinweise oder... Aber das ist ja trotzdem ein bisschen doof, dass man nicht alles dann wirklich tatsächlich bekommen kann. Ah. So. Interessant. Wie gesagt, sehr interessant hier oben so lang zu fahren und so. Nutzt mir nur leider absolut rein gar nichts. Okay, ja, dann bemühen wir uns mal so einen ganz kleinen bisschen. Was ist das denn hier? Das sieht ja auch sehr fantastulös aus. Ja, wir bemühen uns dann einfach mal. Halt, Moment, was ist da denn? Was ist denn hier oben? Ist hier oben eventuell ein kleines Secret oder so versteckt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das war doch hier. Ah, hier konnte man das... Hier war noch ein N64-Spielmodul in Banjo-Tooie. Dass man durch die Gitterstäbe sehen konnte, was da so rumgelaufen ist und so weiter. Es hat sich viel verändert auf Spiral Mountain. Ich glaube, das kann man durchaus so festhalten. Was Secrets und so weiter angeht, scheint es aber tatsächlich eher ein dünn besiedeltes Feld zu sein. Hier ist nicht so schrecklich viel los. Aber gut, wofür gibt es denn schließlich diese ganzen Aufgaben und Trophäen? So, hier sind jede Menge Rüben. Rüben, Rüben, Rüben. Hier, da, dort und drüben. Und ja, wir kehren einfach mal nach Hause zurück. Achso, da ist Grunti. Will ich zu Grunti?
Oder will ich dort oben hin? Ach komm, wir fahren erstmal zu Grunty. So, warum stehst du hier rum bei meinem Haus? Spiral Mountain Showdown. Ja wie? Ja was? Ja wo? Ich dachte, hier sind 7 Aufgaben, die ich erst absolvieren muss und darf und kann. Ich bin ein wenig verwirrt. Wie genau äußert sich dieser Showdown? Was zum Teufel? Hi? Bottles Grab. Ruhe in Frieden, Bottles. Im Jahr 2000 hier verstorben, doch etwa eine Woche später wieder von den Toten auferstanden. Hatte ich mir sogar damals schon angeguckt, glaube ich, oder? Als wir das Spiel gestartet hatten? Ich glaube. Ach komm. Hi, Grunty. Zurück zur Aufgabe. Lock ruft dich auf. Tu ihm Genüge und dann kriegst du von mir drauf. Ach so. Okay. Ich verstehe so ungefähr. Das heißt, ich muss zuerst Locks Aufgaben bewältigen. Und dann soll ich hier zu Grunty zurückkehren und dann geht's hier mit dem eigentlichen Showdown los. Okay, ich verstehe. Ich verstehe sehr, sehr gut. So, hi Lock. 6 der Besten. Wenn mich meine Pixel nicht ganz täuschen, sieht es so aus, als hättest du die letzte Aufgabe erreicht, Bär. Ich lobe die Kombination aus Willensstärke und purem Glück, die dich so weit gebracht hat. Du machst dir keine Vorstellung. Diese Aufgabe ist anders als alles, was du bisher versucht hast. Es müssen 6 Aufgabenstellungen erfüllt werden. Der Gesamttimer, bla. Aber dramatische Pause, es ist nur ein Fahrzeug erlaubt. Okay. Gut, was genau muss ich denn hier alles machen? Das sieht furchtbar kompliziert aus. Noten, Quatsch, hier Waben einsammeln. Komische Blöcke. Eine Reihe von 6 Spielen, die mit demselben Fahrzeug gespielt werden. Es wird getragen, gesammelt, geschoben, geschossen und es gibt Hürden an Land, zu Wasser und in der Luft. Dein Fahrzeug sollte mit all dem ganz gut fertig werden können. What? Okay. Kurz mal überlegen. Was wäre denn hierfür ein gutes Fahrzeug? Fahrzeug erstellen. Nehme ich mein Düsenfahrzeug? Mein Düsenfahrzeug, das gleichzeitig fliegen und schwimmen kann. Eventuell ist es eine gute Idee, aber ich brauche dann vermutlich auch noch irgendwie Stauraum. Damit ich etwas... Ja. Damit ich hier etwas ablegen kann. Brauche ich viel Stauraum oder reicht so ein kleiner Stauraum? Weil dann könnte ich mir vielleicht auch einfach so einen Container hier drauf schnallen. Kann man damit noch vernünftig spielen? Testo Track! So. Hui. Also ich bin in jedem Fall schwerer. Ich kann aber ganz normal fliegen. Es könnte aber sein, dass ich zu langsam bin. So. Machen wir mal kurz so, um zu gucken, ob ich auf Eis manövrieren kann. Funktioniert schon mal mehr oder weniger gut. Hopsala, hopsala, hopsala. Okay, alles klar. So, kann ich ganz normal... Ich kann ganz normal so fahren. Okay, das Einzige, was jetzt tatsächlich noch fehlt, ist eine Waffe. Oder Waffen. Damit ich Ballons kaputt schießen kann. Das haben wir ja in der Vorschau gesehen. Ja. Da benutze ich doch dann aber ganz einfach... Nutzt Munition. Nutzen wir die Granatpistole, oder? Schneiden uns das hier irgendwie so vorne drauf. Dann kann ich auch ganz normal noch fahren. Genau. Und Munition, da haben wir jetzt ja mittlerweile die super tolle Supermunition. Die ich mir hier vorne drauf packen kann. Und schon habe ich mehr als genug Munition. So, jetzt nur wegen der Schnelligkeit könnte ich halt noch gucken, ne? Wäre es da... Was habe ich denn im Moment? Da habe ich den Schwimmer. Aber ich war gerade im Überlegen, ob ich vielleicht den... noch einen Düsenantrieb hier irgendwo draufsetze. Oder so. Dafür dann halt den Schwimmer woanders platziere, wisst ihr? Vielleicht... Weil dann machen wir den Block hier weg. Das packen wir mal so hin. Das packen wir kurzzeitig mal so hin. Das machen wir mal so. Das packen wir so hin. Okay.
Dann machen wir auch diesen Block hier weg. Und dann bitte noch eine kleine Düse hier so dran. Und schon bin ich ein bisschen schneller. Und jetzt gucken wir nochmal bei Testo Track. So. Nur fliegen ist schöner. Hui. Okay. Ja. Schießen funktioniert. Alles klar. Ja. Läuft doch. Ich meine, wir müssen uns die Aufgabe sowieso gleich mal erstmal angucken. Es kann nämlich sein, dass ich den Behälter so in der Form gar nicht benötige oder so. Und das vielleicht alles nur so dumme Panikmache war. Aber ansonsten... Ja, in jedem Fall bin ich schnell. Die Manövrierbarkeit ist halt... Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Insbesondere, wenn ich irgendwo abhebe oder so. Also, aufgrund der Düsen ist das Fahrzeug bedingt gut unter Kontrolle zu halten. Ab und zu. Hui! Und dank der Flügel kann ich ja auch zumindest in der Luft viel korrigieren. Ja, wir nehmen das dann mal so hin. Und probieren uns einfach mal dran. Was haben wir schon zu verlieren? Also, Spiel beginnen. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Wir fangen mit einer relativ einfachen Aufgabe an. Bleib so lange in dem markierten Bereich, bis der Countdown bei 0 angekommen ist. Okay. Ups. Ja. Okay. Hupsala. Ja, warum fällt jetzt auf einmal so? Scheiße. Scheiße. Danke. Zeit für eine Pause nach der leichten Einführung. Und es wäre natürlich kein Banjo-Kazooie-Spiel ohne ein paar Quizfragen zum Ende hin. Beantworte sie richtig, um die Aufgabenuhr zurückzudrehen. Oh, das ist ja nett. Welcher zweitklassige Schamane leitet die Garage in Showdown Town? Natürlich Jumbo Bumbo. Nein. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Okay, wie viel bekomme ich jetzt gesponsert? Achso. Wie lautet der Name von Klungos bestem Arcade-Spiel in Showdown Town? Held Klungo rettet die Welt. Exzellent, eine korrekte Antwort. Hm. Wie viele Kräne gibt es im Hafengebiet von Showdown Town? 3? Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Hm. Was ist auf der Insel am Ende der hölzernen Brücke im Seengebiet von Showdown Town? Auf der Insel am Ende der hölzernen Brücke. Da ist eine Bühne, wenn man das Bühne nennen? Das ist korrekt. Applaus, Applaus. Dann waren halt die Level-Eingänge, aber na. Alle Fragen richtig beantwortet. Du bist aber ein cleveres Kerlchen. Und die Zeit wird wieder komplett zurückgesetzt. Nett. So, was nun? Und jetzt zu deiner nächsten Prüfung. Sammle Gruntis Auge ein und bring es dorthin, wo es hingehört. Richtig. An den Abfallentsorgungsort. Oh, stimmt. Ich meinte in den Müll. Ah. Okay. So, das bist also du? Sehe ich das richtig? Ich hätte... Ja. Cool. Okay. Problem. Riesiges Problem. Ist nicht groß genug. Scheiße. Toll. Muss ein bisschen vorsichtig fahren. Ich darf nicht zu schnell sein. Ich darf nicht zu schnell sein. Kacke, kacke, kacke. Aber okay, eigentlich ist es ja kein Problem. Boah, kacke. Eigentlich kein Problem, ja. Nö. Schnu, schnu. So. Und bitte. Und schnell. Und los. Und ab da rein. Ja, Spiral Mountain sieht schon ordentlich aus. Zurück zum Quiz. So, dann hoffe ich jetzt, dass ich die Quizfrage richtig beantworte. Wie lautet der Name von Banjos Schwester, die man seit Banjo-Kazooie nicht mehr gesehen hat? Tudi. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. In der guten alten Zeit, vor all diesem Fahrzeugkrimskrams, brauchte Kazooie was, um zu fliegen? Rote Federn. Gut gemacht, die Antwort war richtig. Wie war der Name des bösen falschen Cyborg-Mumbo in Banjo-Tooie? Oh, das war, Mingi Jongo? Irgendwie erscheint mir das gerade alles falsch. Aber ich glaube, es war Mingi. Gut gemacht, die Antwort war richtig.
Wie hieß das sowieso viel bessere Quiz in Banjo-Kazooie? Grunty's Furnace Fun. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Alle Fragen richtig beantwortet. Du bist aber ein cleveres Kerlchen. Das ist aber schon so ein bisschen... Okay, 20 Sekunden bekommt man gesponsert. Das ist schon ein bisschen komisch. Ausgezeichnet ausgeführt. Und jetzt ein paar Schießübungen. Zerstöre alle Ziele, um in der Aufgabe weiterzukommen. Es ist ein bisschen komisch, dass ich aus... Also, dass ich über Sachen ausgefragt werde von den vergangenen Spielen. Warum denn nicht vom aktuellen Spiel? Also, da muss man schon ein echter... So ein halber Banjo-Kazooie-Experte sein, damit man hier dann ohne Probleme durchkommt. Aber okay. So. Pew! Oh, mehrmals drauf schießen. Alles klar. Hab's begriffen. So, buff, buff, buff. Irgendwie so. Okay. Weiter geht's. Buff. Jetzt bitte noch dich. Zack, zack. Und noch einmal hier rüber. Gott. Und bitte. Beeindruckende Schießkunst. Mal sehen, ob du auch die Antworten in meinem Schnellfeuer-Quiz so schnell herausschießt. Wo befindet sich der Powerchip in der Lockbox 720 Spielwelt? Wo war der Powerchip? Ich habe keine Ahnung. Powerchip, welche Aufgabe war denn das? Boden des Glibbertanks? Was haben wir denn auf dem Boden des Glibbertanks gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Der Powerchip. Keine Ahnung, sag einfach. Okay, war falsch. Nein, auf meiner Karte steht etwas anderes. Scheiße. Welche Figur spielt den berühmten Programmierer in der Lockbox 720 Spielewelt? Jolly Dodger. Gut gemacht, die Antwort war richtig. Welche von diesen kann man in der Lockbox 720 Spielwelt sehen? Chips, Chops, Chaps. Chips? Das ist korrekt. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Welchen Geschmack hat die Glibber-Tablette in der Lockbox 720 Spielewelt? Das ist... Weintraubengeschmack? Gut gemacht, die Antwort war richtig. Yay! Gute 3 Punkte, aber da ist noch Platz für Verbesserungen. Bekomme ich jetzt trotzdem noch? Ja, okay. Pro richtige Antwort 5 Sekunden. Alles klar. Schwein gehabt. So, okay. Interessant. Bis hierhin interessant. Ob es genauso interessant weitergeht oder auch nicht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Banjo-Kazooie Schraube locker. Ich sag dann jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.